Ja, und es war so deutlich erwartbar. Und ich bin hier gestern gesessen. Im Übrigen, die Großpackung Taschentücher, Herr Dr. Bornmänner, stehen draußen auf der Toilette für Sie bereit. Auch eine kleine Packung Antidepressiva. Nein, ich bin nicht überheblich, sondern es war klar. Und wer ein wenig Sensibilität für die Menschen hat und ihre Sorgen hat, weiß, wie so eine Wahl ausgeht. Migration, 5 Millionen illegale Einwanderer im Jahr nach Amerika, ein Niedergang der amerikanischen Wirtschaft, der Kaufkraft durch Joe Biden, durch Kamala Harris, eine farblose Ersatzkandidatin, die einem senilen und nicht mehr amtsfähigen US-Präsidenten gefolgt ist. Und, Niki, deine Einleitungsfrage war vollkommen richtig, ein mediales Establishment in Amerika wie auch in Europa. Im Übrigen dasselbe, das in Wahrheit immer gegen die Wähler und gegen die Herausforderer agiert. Das hatten wir in Österreich auch. Herbert Kickl darf nicht Erster werden. Herbert Kickl wird zu Tode geschrieben, er wird diffamiert. Und ich möchte sagen, man kann nicht gegen den Wind brunzen. So, also, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden und die Wählerinnen und Wähler haben in Amerika genauso entschieden, wie sie in Österreich entschieden haben, wie sie in Europa entschieden haben und wie sie auch in Zukunft, beispielsweise gehen wir Think Big in die Steiermark, wie sie auch in der Steiermark entscheiden werden. Das ist für mich vollkommen klar. Das, was Europa derzeit hat, ist die größte Niederlage. Also das politische Establishment hat eine desaströse Niederlage erlitten. Sie haben die letzten 4 Jahre alle Brücken zu Donald Trump abgebaut. Sie haben Donald Trump diffamiert. Die europäischen Medien haben ihn als Faschisten tituliert. Der Spiegel ist mit 25 Titelseiten hinausgegangen und hat gegen Donald Trump agitiert. Und ich frage mich jetzt, wie man diesen Brückenkopf nach Washington wieder schafft. Olaf Scholz, Karl Nehammer, Emmanuel Macron etc. Die gratulieren zwar alle recht schön, aber Donald Trump ist ein Mensch, er ist ein Dealer, hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Das heißt, besonders pfiffig ist am heutigen Tag, alle die europäischen Staatskanzleien werden sich jetzt ausgerechnet bei Viktor Orban anstellen müssen, damit sie bei Donald Trump einen Termin bekommen. Also der große Gewinner auf amerikanischer Seite Donald Trump, auf europäischer Seite diese Patrioten für Europa, Viktor Orban, Herbert Kickl, Matteo Salvini, die in Wahrheit diese Brücken zu Donald Trump und den amerikanischen Republikanern nie abgebrochen haben. Das ist der Hit des Jahres. Holen Sie sich Ihre eigene Solaranlage aufs Dach. OE24 Solar bringt Ihnen Ihre eigene Solaranlage. Das eigene Kraftwerk am Dach. Ab sofort ist Ihr Strom gratis. OE24 Solar bietet alles. Die eigene Solaranlage. Den Speicher für die Nacht. Die perfekte Montage durch Profis. Die beste Finanzierung. Ab nur 149 Euro pro Monat mit 1.799 Euro Anzahlung. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at.